Für dieses Video habe ich mir den kleinen und eher unbekannten Multihoster Simply Premium mal angeschaut. Und als erstes habe ich mir natürlich angeschaut, welche Dienste unterstützt werden. Insgesamt werden 22 Hoster unterstützt, 6 davon sind hier als instabil markiert, einer als nicht funktional, überraschenderweise natürlich Share Online. Und 2 Dienste sind limitiert, haben ein Tageslimit von 2,5 GB am Tag. Zusätzlich wird auch noch YouTube unterstützt, das habe ich hier mal separat aufgelistet, ist jetzt ja kein typischer Hoster. Was auch geht, ist das Usenet, das ist hier gar nicht dokumentiert, das sieht man nur, wenn man im Account eingeloggt ist. Das Wichtigste wie immer, die Downloadgeschwindigkeit mal als erstes getestet, ich habe 3 Hoster ausprobiert, Uploaded, Oboom und RapidGator. Alle Downloads haben mit dem ShareDownloader 2 geklappt und ich habe auch die volle Geschwindigkeit bekommen. Als nächstes habe ich das Usenet getestet. Dort habe ich als erstes mal einen SSL-Fehler bekommen und der hat mir dann unfreiwillig wahrscheinlich verraten, dass es hier eine Kooperation mit Highway.me gibt. Highway ist ein anderer Multihoster, den hatte ich in einem anderen Video schon mal getestet. Link blende ich mal hier ein. Die Retention vom Usenet sind 1200 Tage. Das erfährt man leider erst auf Nachfrage, ist nirgends dokumentiert. Auch im Usenet habe ich die volle Geschwindigkeit bekommen, gibt es also insgesamt auch nichts zu meckern. Kommen wir zum Support. Der Support antwortet innerhalb weniger Minuten, antwortet sehr kompetent und lösungsorientiert, also wenn ich Probleme hatte, wurden die schnell gelöst. Kommen wir zu den Preisen und der Zahlungsweise. Leider geht die Bezahlung nur manuell per Ticket, es wird wohl an einer Automatisierung gearbeitet. Dafür gibt es halt interessante Zahlungsweisen, könnt ihr hier im Screenshot sehen. Gut finde ich die Traffic-Preise, die sieht man unten im Screenshot, 100 GB zum Beispiel für 5 Euro oder 300 GB für 10 Euro, das ist echt günstig. Was ich nicht so günstig finde, sind die Preise mit der Laufzeit, also zum Beispiel 30 Tage für 10 Euro. Man zahlt also so viel wie für einen Original-Hoster-Account im Schnitt, hat aber noch ein Tageslimit von 30 GB. Und das finde ich, naja, damit sind sie relativ teuer für einen Multihoster. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, Uploaded hat auch ein 30 GB Tageslimit. Ja, ist richtig, aber da sammelt sich der Traffic eben an. Wenn ich mal einen Tag nichts runterlade, spare ich mir das quasi für den nächsten Tag. Deshalb würde ich eher raten, zu den Traffic-Tarifen zu kaufen. Bei 300 GB kann man sich natürlich überlegen, wie lange einem das hält. Und ja, dann sieht man, ob das günstiger ist als die Laufzeitpreise oder eben nicht. Kommen wir zum Fazit. Die Dienste funktionieren wie versprochen, der Support ist super, die Geschwindigkeiten waren immer hoch gewesen, es gibt eine ShareDownloader 2 Integration. Die Limits finde ich wie gesagt zu streng, wenn man 10 Euro für 30 Tage haben möchte, aber die Traffic-Tarife sind wie gesagt günstig. Deshalb gibt es eine Kaufempfehlung für Simply Premium.